Das Space Lab. Ein Raumlabor der European Space Agency. Damals ausschließlich für den Einsatz mit dem Space Shuttle gebaut. Auch wenn unser Vorführmodell hier nie die Erde verlassen hat, gleicht es dem Original bis ins Detail. Heute jedoch soll es abheben und in luftiger Höhe seinen Platz in der neuen Luft- und Raumfahrthalle beziehen. Hierfür haben wir uns Unterstützung von schwindelfreien Industriekletterern geholt. Als erstes müssen die massiven Wandverankerungen für die Aufhängung vorbereitet werden. Derweil wird unten das Space Lab noch von letzten Staubresten befreit und die Befestigungsseile werden in die richtige Position gebracht. Dann geht es los. Der 4-Tonnen-Koloss hebt vorsichtig mit Hilfe des Schwerlastkrans ab. Hochkonzentriert muss das Raumlabor an den anderen Exponaten vorbei manövriert werden. Ein Flugzeug musste sogar extra mit Seilen ein wenig zur Seite gezogen werden, damit es nicht beschädigt wird. Nun wird es auf der gegenüberliegenden Seite eng. Mit gepolsterten Holzleisten wird das Labor vorsichtig an der Wand- und Glasbalustrade vorbeibuxiert und auf Abstand gehalten. Zentimeter um Zentimeter nähert sich unser Space Lab seiner Endposition. Doch schon naht das nächste Hindernis und die Mission droht zu scheitern. Eingekeilt zwischen Mauervorsprung auf der einen und Glasfront auf der anderen Seite. Mit viel Fingerspitzengefühl wird aber auch diese Herausforderung gemeistert. Endlich oben angekommen. Nun müssen die Drahtseile noch an die Wandverankerungen angebracht und mit dicken Bolzen fixiert werden. Eine weitere seitliche Verspannung verhindert später ein Schaukeln des Exponats. Im Space Lab wurden in den 1980er und 90er Jahren wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit durchgeführt. Schon bald können auch Sie von beiden Seiten hineinschauen und ein Stück Raumfahrtgeschichte erleben.